Vorsitzende, sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Zunächst einmal gestatten Sie mir, Herr Giesebach, etwas auf Ihre Rede zu erwidern und Ihnen ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Im Zeitraum von 2010 bis 2015 haben sich die Preise bei Neuvermietungen um sage und schreibe 48% gesteigert. Dies ist zum Beispiel auch beim Deutscher Makler nachzulesen. Sie können sich jetzt natürlich fragen, ob im gleichen Zeitraum auch blöde Gehälter und Renten gestiegen sind. Ich lasse die Frage mal hier im Raum stehen. Abraham Lincoln hat mal gesagt, dass nur derjenige das Recht zur Kritik hat, der auch das Herz hat, zu helfen. Wer unseren Antrag zur Sozialwohnungsbauquote vom Grundsatz her ablehnt, sollte sich bisweilen mit diesem Zitat von Lincoln genauer beschäftigen. Vielleicht kommen ja da noch neue Erkenntnisse dabei raus. Das Jonglieren der SPD mit der Geschäftsordnung zu Beginn der Versammlung beweist einmal mehr, dass es der SPD bzw. ihren Hardlinern in der Fraktion nicht um Problembeseitigung, sondern letztlich um schnödes Taktieren und Aussitzen des Sachverhaltes geht, um sich damit Optionen für eine Koalition nach der OB-Wahl offen zu halten. Das Argument, dass einer flächendeckenden Wohnungsbauquote die Durchmischung der verschiedenen Stadtteile und Quartiere entgegensteht, ist nicht belegt. Es gibt keinerlei Beweise, keinerlei Belege dafür, dass dies tatsächlich zutrifft. Insofern ist dieses Argument lächerlich. Nach allem, was man bisher aus anderen Städten weiß, dass diese soziale Wohnungsbauquote schon seit ein paar Jahren eingeführt hat, ist genau das Gegenteil der Fall. In der gesamten Bundesrepublik steigt die Anzahl der Städte und Gemeinden, die diese Quote eingeführt haben. Und jetzt hören Sie gut zu, allen voran, die kommunalen Fraktionen der SPD haben diese Quote ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt und sie auch entsprechend umgesetzt. Der Fraktionsvorsitzende der SPD-Ratsfraktion in Mannheim, Ralf Eisenhauer, gab am 28.01.2017 zur Kenntnis, ich zitiere, die Quote ist ein Angebot unserer Verwaltung, um den sozialen Wohnungsbau wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Die Quote steht für die SPD im Mittelpunkt, weil sie dazu führt, dass solche Wohnungen in allen Stadtteilen entstehen. Da stellt sich doch die Frage, warum das in Kassel nicht geschehen ist. Die letzten 5 Jahre wurden hier wohnungsbaupolitisch schlicht und ergreifend verpennt. Anspruch und Wirklichkeit beißen sich. An die Adresse der SPD-Fraktionsspitze kann ich nur die Aufforderung richten, stellen Sie sich doch mal der Realität. Unterhalten Sie sich doch mal mit wohnungssuchenden Menschen in Kassel. Und überhaupt, gehen Sie doch mal dahin, wo es laut ist, wo es riecht und gelegentlich auch stinkt, um Ihren Ex-Parteivorsitzenden mal zu zitieren. Zeigen Sie doch mal den Menschen, die Wohngeld und oder einen Wohnberechtigungsschein beantragen, wie groß und weit Ihr sozialdemokratisches Herz ist. Insofern nehmen Sie mal ein Beispiel an Abraham Lincoln.